Wir sind in Europa, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zum großen Preis von Spanien hier in Catalunya, auf dem Circuit de Catalunya. Ja, wir spielen jetzt erstmal das Qualifying, wie immer, die erste Runde. Hoffen, dass wir gut durchkommen. Ich muss immer sagen, es verwirrt mich immer so ein bisschen, dass dieser Geist des Führenden vor uns ist. Deswegen habe ich hier in den ersten Kurven auch mal gleich ordentlich Plätze verloren, die wir jetzt aber wieder aufholen müssen. Wie ihr bereits mitbekommen habt, der Red Bull ist in den Kurven sehr, sehr stark. Das war im Rennen von Bahrain relativ gut zu sehen. Und deswegen hoffe ich, dass wir hier in Spanien relativ gut uns platzieren können. Ich habe das Setup auch so gewählt, dass wir in den Kurven relativ stark unterwegs sind. Habe ja dennoch in vielen Kurven mit Übersteuern zu kämpfen. Das ist ja so immer die Natur, die ich in meinen Setups habe. Auch hier sieht man, da habe ich einen ganz schönen Querschlenker drin. Aber es sieht soweit relativ gut aus von der Platzierung und ich bin mir auch relativ sicher, dass wir vielleicht sogar einen Angriff nach vorne starten können, wenn ich hier im Rennen relativ gut durchkomme. Mir ist bereits im Training aufgefallen, dass ich mit den weichen Reifen deutlich besser unterwegs bin als mit den harten Reifen. Also im Gegensatz zu Bahrain, wo wir mit den härteren Reifen besser unterwegs waren, sind hier die weichen Reifen für mich definitiv die bessere Wahl, was mir natürlich auch im Qualifying sehr entgegenkommt. Und gerade in den letzten Kurven kann ich ordentlich Boden und Zeit gut machen. Und ihr seht schon, da steht oben links P5. Und wenn wir das nach Hause schaukeln könnten, wäre das eine neue Top-Platzierung. Und genau so ist es. Also, das Qualifying, da freut sich Daniel Kvyat doch ordentlich und das darf er auch. Platz 5 ist eine sehr, sehr gute Platzierung. Damit haben wir nicht nur unseren Teamkollegen geschlagen, sondern wie die Grafik auch zeigt, haben wir die beiden Williams hinter uns gelassen. Wir haben erstmals die Hierarchie hier gesprengt und haben uns hinter den beiden Mercedes und hinter den beiden Ferraris eingereiht. Dann, wie gesagt, die beiden Williams, dann Daniel Ricciardo und dann der ganze Rest. Also, schauen wir mal, was im Rennen machbar ist. Vielleicht können wir sogar einen ersten Angriff aufs Podest starten. Das wäre auf jeden Fall super cool. Hallo und willkommen zum großen Preis von Spanien in Catalunya. Die Autos stehen auf dem Grid und die Spannung in der Menge steigt spürbar. Heute steht Lewis Hamilton auf der Pole. Der Mercedes dominierte das gestrige Qualifying und mit diesem Motorvorteil kann man sich kaum vorstellen, dass irgendeiner ihm heute den Sieg streitig machen kann. Er wird definitiv heute schwer zu schlagen sein, aber alles ist möglich. Wir werden also ein Auge darauf haben müssen, wie es sich im Laufe des Rennens entwickelt. So, und mit diesem Setup, wie gesagt, wir nehmen einfach das Standard-Setup, das uns hier vorgeschlagen wird. Heißt, wir starten mit den weichen Reifen in Runde 7 und 8, geht's dann auf die harten und los geht's vom Grid. Der Start wie immer ein bisschen problematisch bei uns, aber es sieht relativ gut aus, auch wenn Bottas hier schon neben uns ist und auch der zweite Williams würde jetzt ansetzen. Wir versuchen wie immer die Innenlinie zu erwischen und gehen beide an beiden Williams vorbei, haben jetzt Räikkönen neben uns. Mal schauen, ob wir an dem vorbei können und der gibt nach und wir sind schon mal auf P4 vorgefahren, also sehr, sehr guter Start von uns. Schauen wir, dass wir uns hier erwehren können, aber das sieht sehr gut aus, wir können die Position halten und können jetzt gleich einen Angriff nach vorne starten, weil Vettel wird hier definitiv ein bisschen aufgehalten von den beiden Mercedes, bis sich das eingereiht hat. Schauen wir nochmal auf den Start. Da ging relativ gut los, natürlich die beiden Williams erstmal vorbei, aber die Innenlinie können wir für uns nutzen. Was auch sehr positiv ist, wir sind ohne Berührung durchgekommen, also da schaue ich ja auch immer mittlerweile, dass wir da sehr, sehr fair bleiben. Auf jeden Fall die Linie weit, weit genützt, aber hier noch an Räikkönen mit vorbei, was echt klasse ist. Hier aus seiner Sicht nochmal. Hier die beiden Mercedes, dann Vettel vor ihm und jetzt komme ich in. Da muss er mir natürlich ein bisschen Platz lassen, deswegen hat er da so einen kleinen Schlenker drin gehabt. Aber ihr seht, sehr, sehr faires Duell von uns beiden. Ich ziemlich weit draußen, aber ich denke, das war auf jeden Fall noch alles im legitimen Bereich. Und jetzt machen wir uns auf die Jagd von Vettel. Es ist bereits die zweite Runde, also wir sind bereits eine Runde vorangesprungen. Aber wir sehen mit dem weichen Reifen, ich komme echt gut zurecht und kann hier sogar mit einem Ferrari mithalten, was für mich eigentlich sehr, sehr überraschend ist. Und gerade in der letzten Passage in Sektor 2 und 3 mache ich doch relativ viel Boden gut. Und jetzt versuche ich mich einfach ranzuheften und dann auf der langen Geraden einen ersten Angriff auf Vettel zu starten. Muss auf jeden Fall gut aus dieser letzten Kurvenschikane kommen und das sieht gut aus. Ein bisschen übersteuern, aber wir können den Windschatten nutzen, heften uns jetzt an Vettel ran. Der S ist auch aktiviert, aber noch nicht in dieser Runde. Und wir gehen an Vettel vorbei. Erstmal sind in der Innenbahn. Er noch neben uns. Und wir sind vorbei an Sebastian Vettel. Also Position 3. Das erste Mal schnuppern wir, riechen wir am Podest. Hier nochmal in der Wiederholung. Hier ist schönes Manöver. Einfach die Innenbahn genutzt.
Auf jeden Fall eng, Seite an Seite, aber es reicht und wir sind auf Platz 3 vorgedrungen. Und das sieht sehr, sehr gut aus. Auch nochmal aus seiner Sicht. Da sieht man ihn im Rückspiegel, beziehungsweise sieht man mich im Rückspiegel, wie ich da herandrausche. Und dann hier Seite an Seite. Beide müssen die Strecke nutzen, aber der Red Bull hier mit der Nase vorn. So, mittlerweile, wir sind in der dritten Runde und Vettel wird jetzt DRS haben bei uns. Und wir sind leider nicht ganz optimal aus der letzten Kurvenkombination rausgekommen. Und er wird auf jeden Fall einen Angriff an uns starten. Wie gesagt, vorne Hamilton und Rosberg, die greifen sich hier schon gegenseitig an. Und mich wird jetzt der Ferrari angreifen. Also auf der Start-Zielgeraden in Runde 3 bis 4 viel Action. Und ich muss jetzt später auf der Bremse sein, um wieder am Vettel vorbeizugehen. Und das reicht. Und Vettel berührt mich hinten und dreht sich. Oh, was für ein Manöver. Es war alles fair von meiner Seite, aber Vettel ist da hinten ein bisschen an mich dran gekommen. Hier ich sehr viel später auf der Bremse, logischerweise, dass ich die Position halten kann. Und dann hier die Berührung, Reifen an Reifen, und dann dreht es hier Vettel. Und anstelle, dass er weiterfährt, bleibt er einfach mal auf der Strecke hier stehen und fährt dann weiter und macht hier jetzt einen ganz, ganz komischen Schlenker. Also hier blockiert auch noch den Sauber da und fliegt dann von der Strecke. Also sehr, sehr komisches Verhalten hier von der KI. Das soll uns auf jeden Fall nicht weiter beeinflussen. Vettel wird kein Problem mehr sein für das Rennen. Wir müssen uns jetzt Kimi Räikkönen erwehren, der hinter uns lauert. Wir sind aber schon in Runde 7 und Runde 7 ist die Boxenstopp-Runde. Ich habe hier aber überlegt, meine Reifen fühlen sich noch relativ gut an und ich bleibe draußen. Und ich habe gepokert, dass beide Mercedes gleichzeitig reinkommen, und das tun sie sogar. Und das heißt, die halten sich hier gegenseitig in der Box auf und es könnte für mich eine Position nach vorne bedeuten. Ne? Wir schauen nochmal drauf, das ist ja die Perspektive von Nico Rosberg, ne, Lewis Hamilton ist das, der war hinten dran, Rosberg hier auf der 1 und hier Lewis Hamilton hinten dran. Und ihr seht, da muss er warten, ja, bis die Crew das Ganze hier geregelt hat, und jetzt bekommt er erst die neuen Reifen und das ist sehr, sehr gut für mich, denn dadurch mache ich ordentlich Zeit gut. Das hat ihn mal locker 5, 6, 7, 8 Sekunden gekostet, da muss er noch ein bisschen warten, bis die anderen Autos kommen. Also Pech für Lewis Hamilton hier, der verliert ordentlich an Zeit. Und in der nächsten Runde, wir sind in Runde 8, komme ich jetzt an die Box. Wir sehen es oben links, haben wir es kurz gesehen. Ich hatte 18 Sekunden Vorsprung vor Rosberg, ungefähr 20 bis 22 würde man brauchen, also das wird wahrscheinlich ganz knapp nicht reichen, aber wir sind jetzt mal in der Box und schauen hier, was passiert. Die anderen wurden alle abgefertigt, das heißt, wir werden auf jeden Fall keinen Verkehr hier haben in der Boxengasse. 2,3 Sekunden ist auch mit einer der besten Boxenstopps, die ich bisher erlebt habe. Und wir schauen unten links auf die Minimap, da kommt Nico Rosberg und der geht jetzt an uns vorbei und wir direkt hinterher. Aber das Wichtigste, wir haben Lewis Hamilton hier überholt. Der hat selbst noch einen Platz an Kimi Räikkönen verloren, der jetzt hier auf 3 geführt wird. Und wir müssen jetzt schauen, dass wir mit den harten Reifen zurechtkommen und uns den Ferrari, ja, vom Leibe halten. Wir sehen schon, übersteuern ist auf jeden Fall sehr viel prominenter als noch bei den weichen Reifen. Ich habe euch auch mal hier eine Szene exemplarisch herausgesucht. Hier, da bin ich einmal richtig quer gekommen, da hätte ich fast komplett das Auto verloren. Es hat mächtig Zeit gekostet, aber mit den harten Reifen, ich hatte wirklich Probleme, aber auch ordentlich an Zeit eingebüßt. Also Rosberg auf jeden Fall auch nicht mehr in Reichweite. Und wir sind schon in der vorletzten Runde. Ihr seht, zwei sind hinter mir, aber wir haben tatsächlich schon so weit aufgeholt, dass wir an Eriksen hier dran sind, an den Sauber. Der war mit involviert in den Vettel-Unfall. Deswegen ist er so weit hinten aufzufinden, noch hinter dem Männer Marussia. Und da kriegen wir sogar noch DRS und machen unsere erste Überrundung für dieses Rennen. Und eine weitere Überrundung gibt es auch noch in der Folge. Und zwar in der letzten Runde an Meri, dem Spanier, der hier beim Heimrennen immerhin nicht letzter wird. Das ist ja schon mal ein kleiner Erfolg für ihn. Allerdings hinter dem Teamkollegen Will Stevens landet, was doch immer noch so ein bisschen, ja, schade für ihn ist. Und ihr seht, in der Kurve komme ich immer so ein bisschen quer. Aber die Reifen sollten halt, ne? Die beiden hinter mir, Räikkönen und Hamilton, sind auch noch relativ weit weg. Hamilton, der war hier sehr, sehr gut noch unterwegs, hätte fast Räikkönen noch geschnappt, aber hat es nicht ganz geschafft. Aber für uns bedeutet das ein zweiter Platz, wenn wir die nach Hause schaukeln könnten. Das wäre unser erstes Podest hier. Mit Abstand unsere beste Platzierung. Das wäre ein richtig großer Erfolg.
sind ein sehr, sehr gutes Rennen gefahren. Rosberg kommt gleich ins Ziel und wir fahren hier durch die letzte Schikane. Dani Kwiat, erst in Ungarn hat er in echt sein erstes Podest geschafft und wir schaffen es tatsächlich schon in Spanien. Also ein sehr, sehr zufriedenstellendes Rennen für uns. Wie gesagt, wir sind Zweiter geworden. Nico Rosberg hat gewonnen. Ihr seht es ja im Tableau. Dann Kimi Räikkönen, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel. Ihr seht schon, der ist ja gar nicht mit aufgeführt. Der ist wirklich so weit hinten gelandet, dass es nicht mal noch in die Top 10 geschafft hat. Daniel Ricciardo, unser Teamkollege, auch auf einem sehr, sehr soliden 6. Platz. Und Vettel hier auf Platz 17. Der hat sogar noch eine Strafe bekommen dafür, dass er mich da berührt hat. Also es war definitiv auch seine Schuld. Haben auch die Rennkommissare so gesehen und ihm die 5-Sekunden Strafe aufgebrummt, die obligatorische, die es für einen Unfall gibt. Und wir sehen im Driver Standing, wir sind sehr, sehr nah an Valtteri Bottas dran, haben unseren 5. Platz gefestigt, also das sieht wunderschön aus. Konnten uns sogar an Sebastian Vettel ein bisschen dran droppen, aber den werden wir wahrscheinlich nicht mehr gefährden können. Dann schauen wir mal, ja, wie es im nächsten Rennen so wird. Konstrukteur habe ich einfach mal übersprungen, aber das sieht auch sehr, sehr gut aus. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute.